Ich begrüße alle recht herzlich zu meinem Vortrag und möchte mich auch nochmal bedanken bei dem Veranstalter, weil man uns angefragt hat als eine Prüfinstitution, die seit 20 Jahren mit die Rechenzentrumsprüfung ein wenig prägt, mal nachzufragen, was tut sich eigentlich da in dem Prüfumfeld, insbesondere auch unter dem Aspekt, dass jetzt Veränderungen im Markt feststellbar sind. Wer den Vortrag von dem Herrn Terral gehört hat, hat hier ja schon so einige Einblicke bekommen. Und ich würde das gerne aufgreifen, als von der Prüfersicht mal nochmal aufzuführen an verschiedene Themen und Ihnen dann erzählen, was das dann für uns bedeutet als Prüfinstitution. Ich starte mal mit. Folgendem Bild, was bewegte uns in den letzten ein, zwei Jahren? Und da ist zunächst einmal sicherlich zu nennen, wenn man als Prüfinstitution unterwegs ist, dass wir uns selbstverständlich an Normen halten müssen, orientieren. Und wenn man mal 10 Jahre zurückguckt, dann gab es ja noch keine Rechenzentrumsnorm. Erst mit der EN 50600 hat sich das geändert. Ich weiß noch im Jahre 2012, wo wir da zusammengekommen sind und an dem Teil 1 der Norm als Nukleus erstmal gearbeitet haben. Und ich möchte Sie damit so ein bisschen auch noch auf die Reise nehmen. Was hat sich da seitdem getan und wie spiegelt sich das dann eigentlich wieder in unserem Prüfalltag? Da ist sicherlich auch wichtig, dass man weiß, dass nicht nur die 50600 sehr vital in der Entwicklung ist, sondern auch den Schritt gemacht hat Richtung weltweite Anwendung als ISO-Norm. Und auch da will ich dann kurz nochmal Stellung zu nehmen. Das nächste Thema. Klimaproblematik ist in aller Munde, verschärft sich immer stärker und das spiegelt sich dann auch wieder in verschiedenen Institutionen, die hier Programme aufgelegt haben. Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema, angefangen mit dem Green Deal der EU, mit dem Climate Neutral Pact. Und Umweltbundesamt und Blauer Engel sind hier in dem Rahmen zu nennen. Des Weiteren stellen wir fest bei der Entwicklung von Rechenzentren, dass es Konzentrationspunkte gibt, bei uns in Deutschland, besonders natürlich Frankfurt, das dürfte Ihnen allen bekannt sein. Wir stellen fest, dass unsere Reisen sehr konzentriert immer Richtung Frankfurt sind, weil da sehr viele Rechenzentren sind. Und es spiegelt auch eine Entwicklung wider, dass viele kleinere Enterprise Data Center, also unternehmensbezogene Rechenzentren, mehr und mehr auch abwandern in Colocation-Umfeldern. Dann wollte ich es noch mal kurz ansprechen, ohne dass ich da jetzt tiefer eingehe. Cloud, natürlich. Die eierlegende Wollmilchsau vielleicht zunächst einmal. Anspruch und Wirklichkeit. Ich habe mal vor einem Monat einen Beitrag in LinkedIn abgesetzt, wo ich das mal kontrovers bisschen beschrieben habe. Es gab sehr viele Kommentare. Ich finde, das gibt die ganze Breite wieder, wie man darüber denkt und was man da vielleicht berücksichtigen sollte. Da verweise ich gerne auf den Artikel dort. Ja, und die letzten zwei Punkte, worüber ich noch sprechen möchte, ist Modularisierung von Rechenzentren, also Rechenzentren von der Stange. Hier ist es natürlich auch schon in anderen Vorträgen angesprochen, Edge Computing, das wird diese Richtung weiter forcieren und was wir dazu anbieten und wo wir uns auf den Weg begeben, das erzähle ich dann auch noch.
Ja, und last but not least, wir sind seit 20 Jahren mit der Rechenzentrumszertifizierung unterwegs, mit unserem Trusted Site Infrastructure, TSI, mit den vier Leveln. Mit der EN 50600 stellen wir fest, es gibt andere im Markt, die nun nach der 50600 auch prüfen und zertifizieren. Wo die Herausforderungen liegen, da würde ich gerne auch in einer Folie nochmal aufnehmen. Und nun würde ich gerne mal einsteigen. Normen mit Kriterienkatalog greifbar machen. Da geht es mir zunächst einmal darum, Ihnen nochmal darzustellen, das gesamte Werk EN 50600. Ich hatte es ja gerade schon mal angesprochen, dass wir mal im Jahre 2012 mit dem Teil 1 allgemeine Grundlagen angefangen haben. Und wenn man heute mal da reinschaut, insbesondere auch noch die etwas leicht grau unterlegten Bereiche, die in der Bearbeitung momentan sind, da sieht man, da hat sich sehr viel getan und die Norm entwickelt mittlerweile auch eine Reife, so dass sie gut anwendbar ist. Wie das auf der Prüferseite aussieht, dazu würde ich dann gleich aber auch noch mal Stellung nehmen. Vielleicht kurzer Hinweis, der Teil 3, der wird überarbeitet. Momentan gibt es den Teil 3 als Information für das Management und den Betrieb von Rechenzentren. Das will man auffächern und noch detaillierter darstellen und unterscheiden in Prozesse, Betrieb und Management. Es gibt im Teil 5 etwas zu Reife gerade, das auch in Richtung Energieeffizienz. Und ein ganz interessanter Teil ist eigentlich auch, das ist gerade in der Entwicklung, KPIs der Resilienz für Rechenzentrumsinfrastrukturen. Da wird es auch einen Normenteil geben. Wo der sich dann, in welchem Teil er sich dann wiederfindet, ist mir momentan nicht bekannt. Also das ist momentan das, was so sich in der Norm tut. Ich will auf die Einzelheiten hier gar nicht so genau eingehen, bis auf, wie ist der Stand eigentlich? In 2020 wurde der Teil 1 wurde die Überarbeitung des Teil 1 dann veröffentlicht im Herbst. Dasselbe gilt für die Energieversorgung und für die Klimatisierung, also die Teile 2.2 und 2.3. Und die gibt es als finalen Update seit Herbst letzten Jahres. Und das bedeutet für uns auch, dass wir wieder handeln mussten mit unseren Prüfkatalogen, das einzuarbeiten und in welcher Katalogversion sich das niederschlägt, das erzähle ich gleich. Des Weiteren wissen wir, das ist auch steht unmittelbar bevor. Es wurde bezüglich des Teils 2.1 Gebäudekonstruktion und Sicherheitssysteme in dem letzten Jahr intensiv dran gearbeitet. Die werden jetzt unmittelbar wahrscheinlich im zweiten Quartal von 2021 noch final zur Verfügung stehen. Dann hatte ich erzählt, dass wir auch sehen, dass wir da die Norm in eine Richtung bringen, Interesse geweckt haben weltweit bei ISO, speziell bei SC39. Und hier war mal ein Statement aus dem Jahre 2018, wo man gesagt hat, hey, wir wollen diese EN 50600. Die ist interessant, die ist breit aufgestellt in Richtung ISO bringen und man hat hier die EN-Normenteile dann, ich sag mal, in das Nummernsystem von ISO IEC übersetzt und da gibt es die 22237 von den Teilen 1 bis 7 und in den letzten 2,5 Jahren hat man halt da intensiv gearbeitet, so dass wir damit rechnen, dass in 2021 die ersten 3 Teile zur Verfügung stehen werden als ISO-Norm. Und zwar in dem Bereich allgemeine Konzepte, Energieversorgung und Kälteversorgung. Des Weiteren soll dann in 2021 angefasst werden, die Baukonstruktion und das Thema Sicherheit.
Wir selbst begleiten diese 50-600 schon seit dem Jahre 2012, 2013. Und für uns ist das natürlich wichtig, diese Entwicklung. Wir wollen sie, die Gedanken und Konzepte natürlich umsetzen in unseren Prüfkatalogen. Und deswegen haben wir hier auch zwei Kollegen mit in diesem Normungsgremium verankert, was die ISO-Seite angeht. Und auf der EN-Seite sind wir insgesamt drei Leute, die damit tätig sind. Ja, wie prüft man jetzt eine Norm? Wir haben für die EN 50600 einen eigenen Katalog entwickelt, sprich die 230 Seiten Norm haben wir in Prüfkriterien transferiert und haben dann einen Katalog gemacht, so wie man das von uns eigentlich kennt, TSI EN 50600 Kriterienkatalog. Der hat in der Version 2.0 natürlich die Überarbeitung der Normenteile integriert. Und wir werden da sicherlich in den nächsten Monaten auch wieder nochmal Hand anlegen bezüglich der Teile 2.1 und 2.5. Nichtsdestotrotz muss man natürlich zunächst einmal auch immer wieder im Kopf haben, dass die Norm eigentlich keine Prüfnorm ist. Das ist im europäischen Umfeld gibt es da auch immer wieder mal so Hinweise, so unter dem Motto, kann man eigentlich danach prüfen? Es ist schwer, weil vieles risikobasiert ist, auf Basis einer Risikobewertung dann eine Lösung erfolgt. Und wir versuchen mit diesem Katalog so ein bisschen die Zügel enger zu ziehen, damit man da klare Bewertungsaussagen bekommt. Der eigentliche Katalog, der ja schon 20 Jahre dient zur Prüfung von Rechenzentren, das ist der TSI Standard. Und hier haben wir, einige haben es wahrscheinlich mitbekommen, weil wir das auch entsprechend über den Medien bekannt gemacht haben, seit 1.4. den Katalog 4.3. Dieser Katalog 4.3 sollte, weil wir mit dem TSI-Katalog ja auch die EN 50600 prüfen kann, also waren wir natürlich aufgefordert, hier diese Neuerungen von dem Teil 2.2 und 2.3 da auch zu integrieren. Gleichzeitig gab es Bedarfe aus verschiedenen Projekten zu sagen, da müssen wir in dem Bereich Sicherheitssysteme und Brandschutz hier nochmal Präzisierungen vornehmen. Und das Besondere jetzt, und da greife ich nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, auf bezüglich Energieeffizienz. Wir haben einen weiteren Bewertungsbereich da geschaffen, optional als Add-on in diesem Katalog, wo wir ein PoE-Wert bestätigen. Und dieser Bewertungsbereich nennt sich Energieeffizienz, abgekürzt in unseren Nomenklatur als EFF. Zur Energieeffizienz sage ich gleich noch mal was extra. Ich möchte hier zunächst einmal jetzt noch ein bisschen besprechen, EN 50600 als Zertifizierungsgrundlage. Es gibt zwei Kataloge von unserer Seite. Sind Zertifikate, die ein 50600 Auszeichnung haben oder eine Bestätigung haben, vergleichbar oder nicht vergleichbar? Und wenn wir im Jahre 2016 uns angeschaut haben, da haben wir unser TSI auch abgestimmt auf die EN 50600. Da haben wir zunächst einmal sicherlich feststellen müssen, und dies hier ist so eine Metapher, ein Malefizspiel, man muss mit den Figuren nach oben kommen und der Gegner kann einen da ein paar Hindernisse setzen. Und diese Hindernisse der 50600 für eine Prüfung und Zertifizierung, die möchte ich hier gerne mal benennen. Und das allererste ist natürlich, und das haben wir auch immer gesagt, die an den Normen gearbeitet haben, aller Anfang ist schwer. Wenn man so eine Norm zusammenbaut, insbesondere in so einem Thema in der Breite, ist es schwierig und da gibt es am Anfang Haken und Ösen, die jetzt sukzessive aber
versucht werden auszumerzen, indem man jetzt Aktualisierungen für bestimmte Bereiche schafft. Das ist die eine Sache. Die andere ist, die Norm ist keine Prüfnorm. Es steht nicht drin, wie das zu prüfen ist. Und das ist eine Herausforderung. Es ist im Laufe der Entwicklung immer klarer geworden, die Motivation war da zu sagen, wir wollen einen Leitfaden schaffen und keine Prüfnorm. Das muss man im Kopf haben. Es gibt den risikobasierten Ansatz. Das heißt also, der Nutzer dieses Zertifikats benennt und bewertet seine Risiken und leitet daraus auch teilweise seine Maßnahmen ab. Und die müssen wieder von einer Institution bewertet werden. Das macht die Sache halt relativ schwierig. Mit der neuen Norm, wie ich es anfangs gesagt habe, kommen mehrere Institutionen auf den Markt, die sagen, jo, wir prüfen auch nach 50600, wir bestätigen das mit einem Zertifikat. Und das kennen Sie vielleicht auch, ja, viele Köche, da wird es schwierig, insbesondere dann, wenn es keinen Dirigenten da gibt. Also eine Instanz, die da drüber steht vielleicht und sagt, wie sind bestimmte Bereiche der Norm zu interpretieren? Weil das ist überhaupt nicht auszuschließen. Und da nehme ich uns auch mit ein, dass wir vielleicht eine andere Interpretation haben als andere Prüfinstitutionen in manchen Bereichen der Norm. Somit ist mein Fazit schwierig. Nichtsdestotrotz halten wir da unseren TSI-Standard entgegen, weil der diesen risikobasierten Ansatz eigentlich nicht in den Vordergrund stellt, sondern man sagt, abhängig von meinem grundsätzlichen Risiko, welchen Level möchte ich eigentlich haben? Und das ist das, was uns mit diesem Katalog treibt. Und dieser Katalog TSI-Standard, mit dem man auch die 50600 bestätigen kann, basiert auf Mindestanforderungen, die auf jeden Fall erfüllt werden müssen. Und damit werden diese Auszeichnungen von Rechenzentren mit dem EN50600-Zertifikat auf Basis von dem TSI-Standard sehr gut vergleichbar, weil diese Risikobetrachtung eher außen vor ist. Wir haben damit 20 Jahre Erfahrung. Wir haben eine konsequente Einteilung über alle Gewerke mit dem Level 1 bis Level 4. Und das mit den vielen Köchen, gut, das hat manchmal Vorteile natürlich, aber auch Nachteile. Bei der TSI-Zertifizierung haben wir das natürlich selbst in der Hand. Was wir jetzt neu gemacht haben, ganz kurz, ein EN50600 Ready. Da haben wir unseren TSI EN50600 Katalog ergänzt und aufgearbeitet, um damit auch modulare Rechenzentren bewerten und zwar vorbewerten zu können. Und hier geht es darum, dass es Systeme sind, die ermöglichen einen Datacenter-Betrieb oder einen Serverraumbetrieb und eine Systematik, wo das, was angeboten wird, mehrfach angeboten werden kann für unterschiedliche Kunden ohne Modifikation. Das heißt, repliziert. Und da gibt es drei Ansätze bei uns. Und zwar zum einen das autonome Containment. Das hat alles drin. Das braucht eigentlich nur drei Kabel und könnte dann als autarkes Rechenzentrum arbeiten. Dann gibt es Angebote im Markt, die so ein Containment, wo verschiedene andere Techniken noch beigestellt werden. Nehmen Sie zum Beispiel den Trafo oder so, der vor Ort benutzt wird, oder das Dieselaggregat. Und es gibt Systeme, die modular aufgebaut sind, wo man drei Container, Rechenzentrumsfläche, ein Container, Energieversorgung, ein Container, Kälteversorgung dazustellen kann. Und mit diesem Produkt sind wir neu auf dem Markt und konnten allerdings auch schon Huawei gewinnen, sich dieser Prüfung zu unterziehen. Und wir haben gerade mit denen auch ein laufendes Projekt in diesem Bereich.
Dass das funktionieren kann, da bedürfte es eigentlich noch diverser Ausführungen. Hier nur ganz kurz mit diesem Bild versuche ich nur mal noch darzustellen. Es gibt halt Vorgaben aus der 50600, die kann der Endbenutzer nur erfüllen. Es gibt Vorgaben, die kann nur der OEM, der Anbieter dieser modularen Systeme erfüllen. Und dann gibt es eine Menge an Anforderungen, die entweder in der einen oder anderen Hand liegen, und das berücksichtigen wir entsprechend. So, ich sehe die Eva, die mich drängt. Letzter Punkt ist die Energieeffizienz in Rechenzentren. Ich sagte schon, das spürt man richtig. Der Markt ist aufgebrochen in diese Richtung. Der fokussiert natürlich auch die ganzen RZ-Betreiber. Und wir haben seit längerem ein Programm, was wir jetzt vollständig nochmal überarbeitet haben, um diesen Ansätzen gerecht zu werden. Das ist unser TSE-Standard in der Version 2.0. Wir haben hier eine Reifegrad-Zertifizierung fokussiert auf RZ-Betrieb. Wir nehmen eine starke Anlehnung an Energiemanagementsysteme nach ISO 50001 und die Umsetzung von Best Practices nach dem EU Code of Conduct, aber auch, was sich gerade in der EN tut mit der 50605-1, auch das nehmen wir auf. Und hier haben wir eine Bewertungsmethode, mit der wir auch Nachhaltigkeit besonders hervorheben können und deren Bedeutung auch bestätigen können. Das andere, was ich Ihnen gerade schon dargestellt habe, war die Ergänzung in unserem TSI. Das ist nur eine kleine Ergänzung. Hier geht es darum, einen PUE-Wert richtig zu bestätigen. Und da geht es darum, nachzuschauen, wird mit den richtigen Messgeräten an der richtigen Stelle gemessen? Gibt es eine saubere Separierung von Verbrauchern und Energiezuführungen? Wie wird das Ganze gerechnet über ein ganzes Jahr? Wie werden die Daten konsolidiert? Wird das richtig gemacht? Und daraus ergibt sich dann von uns eine Bestätigung, die, und das hier ist ein Entwurf des Zertifikats, auf das TSI-Zertifikat zusätzlich draufkommt mit einem zusätzlichen Label unten rechts, wenn jemand den PUE unter 1,5 hat. Die Diskussion heute Morgen habe ich natürlich mitbekommen. Ist das adäquat? Hier geht es um jegliche Rechenzentren, auch älterer Couleur. Und deswegen haben wir uns für diese 1,5 entschieden. Das Uber will ja Richtung 1,4 gehen. Vielleicht werden wir in den nächsten ein, zwei Jahren das nochmal anpassen. Aber wir stehen hier bei 1,5. So, und das ist quasi meine letzte Folie nochmal zu zeigen, TSI, wo wir da überall an der EN 50600 auch Anteil nehmen. Und damit stehe ich für Fragen zur Verfügung und bedanke mich für das Zuhören.